9:15. Vielleicht ist das ja ein erstes Aufwachen für Schwerin. Es wäre verdammt nötig, 8 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Ja, das hast du richtig gesagt. Aber das Tor wieder für den Frankfurter HC. Manja Kelm. Jetzt kurze Deckung auf Wendy Künzel. Das heißt, eine Spielerin weniger im Aufbauspiel. Jetzt müssen die Mädels sich noch mehr bewegen. Sprich ein, zwei Mal nach innen brechen, Richtung Kreis, damit sie gefährlich bleiben kann. Ja, vielleicht ist das auch das Glück für Grümer Schwerin, dass sie jetzt gezwungen sind, mehr zu laufen. Das ist dann auch tun. Ja, aber die Akzente hat ja bisher nur Wendy gesetzt in dem Sinne. Heißt, sie nehmen dort schon den Kopf momentan aus der Mannschaft raus. Das muss aber halt dann auch gelingen. Dini Schröder eben mit dem Wurf von außen. Da pariert die Torhüterin sehr gut. Zum Einwurf aber für Schwerin. Das heißt, Schwerin bleibt im Ballbesitz. Ja. Und Wendy reibt sich auf und hat jetzt auch Erfolg und Glück. Und verkürzt zum 10:16. Mit 6 Toren bisher die überragende Schützin bei Grünmann Schwerin. Es gibt Einwurf jetzt für Frankfurt, habe ich es richtig gesehen? Das Kreisanspiel. Jetzt hat Schwerin mal den Ball. Jetzt könnte. Oh! Da hat sie kurz überlegt. Ne, die wollte sich die 2 Minuten gerade aus der Tasche greifen, die Schiedsrichterin. Entscheidet sich dann doch nur für Freiburg. Ja, ist auch richtig entschieden. Beide waren der Abwehrspieler in der Seitwärtsbewegung, der Angriffsspieler in der Vorwärtsbewegung. Und beim Eintreffen des Balls waren beide auf den Ball fixiert und nicht auf den Körper des Gegenspielers. Daher die Entscheidung richtig. Jule Kluth. Genau das verlange ich von so einer Spielerin. Sie ist gute 1. Ja, was ist sie groß? 1,75, 1,76. Sie hat eine unheimlich kleine Gegenspielerin. Da muss sie halt, das was ich sage, aufsteigen und einfach mal ein Ding abbraten. Und wenn das so gelingt und man sich die Torhüter genau anguckt, dann wird sie heute noch 1, 2 schöne Tore machen können. Also sie muss halt an sich selber glauben und muss das Ding ordentlich durchziehen. Ja, 11:16. Aber der hat Frankfurt immer eine gute Antwort gehabt und jetzt hat Schwerin Susi Grimm. Im Spiel drin jetzt. Ja, jetzt wird das Spiel fast ein bisschen rechtslastig. Man muss das Spiel wieder breit machen. Auf linke Seite, rechte Seite. Ja, passives Spiel angezeigt oder das drohende passive Spiel. Und jetzt noch die Möglichkeit zu stellen für Jule Kluth oder für Wendy Künzel. Jetzt noch mal die Möglichkeit zum Stellen. Und Auszeit genommen, da hat sie getroffen mit dem Ball. Ja, unglücklich in den Bauch, denke ich mal. Alles das, was ich vorhin gefordert habe. Wenn das Zeitspiel kommt, man hat keine Option. Da muss man natürlich erstmal als Ballführender reingehen, sich wieder noch mal festmachen lassen. Sie hat ihn sogar auf den Kopf gekriegt, sehe ich gerade. Da muss man sich festmachen lassen, den 9 Meter vernünftig stellen mit 2, 3 Leuten. Eine wurfgewaltige Spielerin dahinter und dann einfach nur Augen zu und durch. Ja, das ist noch kurze Absprache noch. Wendy Künzel, Jule Kluth und Kerstin Felkel. Und ich denke mal, Künzel wird werfen und Kluth soll da den Block stellen gegen Isabel Leder. Dass sie, Wendy da nicht ins Gehege kommt. Ja, ich hätte sogar noch eine andere Idee, dass Wendy wirklich jetzt mit dem Druck vom 9 Meter kommt, aufsteigt und vielleicht über die halblinke Position parallel reingestoßen wird, vielleicht zu einem Camper-Trick. Na, ja, finde ich etwas gewagt. 4 Minuten vor der ersten Halbzeit. Ja, ich hatte recht.
ein wahrer Handballkenner, aber der Pass muss natürlich dann auch ankommen. Ist richtig, aber ich bin froh, dass ich richtig gelegen habe mit meiner Aussage, Gott sei Dank. Und jetzt Auszeit für den Frankfurter HC2. Wahrscheinlich so ein bisschen Rhythmus aus dem Schweriner Spiel nehmen. Ja, ich denke mal, man sollte die Karte nicht verschmähen, wenn man sie noch hat. Genau, kurz vor der Schnaufpause, wie der Heinsprecher gerade sah. Mädels, kurz was trinken, Luft holen. Ich würde Ihnen sagen, Mädels, alles gut, macht weiter so. Auf der Schweriner Seite wird nochmal korrigiert, ein bisschen was. Mädels motivieren. Ich denke mal, das sind die wichtigen Sachen jetzt hier, so 2-3 Minuten vor Schluss der ersten Halbzeit. Ja, aber wir Zuschauer sehen jetzt die Auszeit des Frankfurter HC. Währenddessen schauen wir kurz rüber zu Andreas Bartlau, dessen Puls jenseits der 180 liegt. Er sah eben deutlich angespannter und durchgeschwitzter aus als wie seine Spielerin. Er hat mehr Farben im Gesicht gehabt eben. Also man sieht schon seine Unzufriedenheit. Ja, wenn er noch ein bisschen drauf gibt, dann kann er hier als Scheinwerfer durchgehen. Also da liegt einiges an Energie im Trainer von Grün-Weiß-Schwerin. Dann wollen wir mal gucken, ob das bei seinen Spielern noch angekommen ist, ob die Energie ein bisschen mitnehmen können. Ja, jetzt wird es das Zeitspiel gleich geben, denke ich mal. Beziehungsweise das passive Spiel jetzt angezeigt. Und der Pfostentreffer von Dusche. Haben die Schiedsrichter unheimlich lange gewartet mit dem Anzeigen des passiven Spiels. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Jetzt muss man natürlich auch wieder einen Treffer erzielen, kurz vor der Halbzeit. Tini Schröder. Und er gibt den 7 Meter. Aber ganz sauber angezeigt vom Schiedsrichter Abwehr im Kreis. Ja, aber Schiedsrichter werden jetzt wieder etwas unsicher. Das spürt man auch so ein bisschen in ihrer Kommunikation zwischen Zeitspiel und Nicht-Zeitspiel. Auf Schweriner Seite geht es unheimlich schnell, dass der Arm hochgeht. Auf der Frankfurter Seite habe ich das eben erst einmal gesehen. Das hat unheimlich lange gedauert. Ja, bisher gab es aber auch keinerlei Veranlassung, passives Spiel zu entscheiden bei den Frankfurtern. Ich sprach ja eben auch nur von dem letzten Angriff, der unheimlich lange gedauert hat. Ja, da gehe ich mit konform, aber das Tor von Wendy könnte zum 12:16 und der Ball ist weg. Und jetzt bringt Frankfurt hier Schwerin wieder ins Spiel. Da weiß ich nicht, wohin, Kerstin Felkel. Du wusstest, Kerstin Felkel eben nicht, wohin mit dem Ball. Bei sowas kriege ich meine Bockwurst am Hals, wenn ich das sehe, dass eine Spielerin den Ball nach vorne treibt und zwei, drei andere Spielerinnen aus der eigenen Mannschaft nicht in der Lage sind, auf gleicher Höhe mitzulaufen. Finde ich schrecklich und eine große, große Enttäuschung. Kilo. Hell ups. Die sind unangenehm aufgefallen eben. Und der Ball ist weg, Jule Kloth, der hält ihn nicht fest. Und jetzt schauen wir aufs Rückzugsverhalten der Schwerinerinnen und es ist unzureichend. Ja, die schließen gnadenlos im Konter ab, gnadenlos. Dann machen sie sich ihre ganze Arbeit wieder kaputt. Der Ball aber gut geholt jetzt, diesmal von Jule Kloth. Da haben sie Glück, dass sie den Ball noch bekommen. Ja, aber unheimlich schnell, wie Frankfurt auf der Außenseite abgeht. Also, die stand eben schon wieder über der Mittellinie. Das heißt, sie war komplett alleine. Und wenn die Schiedsrichter das zugunsten von Frankfurt entscheiden, ist es wieder ein leichter Gegenstoß und ein leichtes Tor für Frankfurt. Also, wir sind in der letzten Minute in der ersten Hälfte. Marie Kinscher. Ohne Abschlussglück. Ja, sie wirkt seit Wochen ein bisschen schlapp, ein bisschen ausgelaucht. Und das auch für Frankfurt durch Manja Kellen. Ich sag mal, Marie Kinscher war ja sonst immer sehr, sehr zuverlässig im 1-1 im Konter. Oder auch mal aus der Not heraus mit einem Schlagwurf aus der rechten Seite raus.
Aber momentan, weiß ich, das Feuer fehlt bei ihr so ein bisschen. Vielleicht auch die komplette Abstimmung zwischen den Spielerinnen. Die hat mal schön gespielt. Tini Schröder und den Treffer. Das war nochmal klasse gespielt. Das sieht unheimlich einfach aus, wenn man das gespielt hat. Das muss den Mädels Mut machen, dass es auch weiterhin so gehen kann. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Es ist unheimlich leicht. Man muss es nur wollen. Und das Tor jetzt für kurz vor der Halbzeit. Zum 13 zu 19 und am Ende Halbzeit. Und wir sehen zwei unterschiedliche Gesichter und das zu Recht. Glückliche Frankfurterin und niedergeschlagene Schwerinerin. Und dann schauen wir mal auf die zweite Halbzeit. Ja, auf geht's in Halbzeit 2 beim Spitzenspiel von Gröber Schwerin gegen den Frankfurter AC, auch wenn es nicht so aussieht, wenn man auf den Spielstand guckt. 13 zu 19 führt hier der Gast und Tabellenführer aus Frankfurt. Und die legen gleich einen nach. Preis mit dem 13 zu 20. Ja, wir haben jetzt mal geguckt, die Reaktion, wir haben uns gefragt, wie es wohl in der Kabine aussah von Grün-Weiß-Schwerin. Ob da die Luft brennt. Auf jeden Fall erstmal das Tor hier von Christine Schröder. Oder ob man eher wenig sagt oder gar nichts. Ja, man sollte schon was sagen. Man sollte die Dinge eigentlich ansprechen, in dem Falle, die gut waren. Da, wo man auch Erfolg hatte. Weil wenn man auf den Fehlern rumhackt, verunsichert das eine Spielerin natürlich umso mehr. Deswegen, man muss, wie ich auch schon mal erzählt habe, vor einiger Zeit ein bisschen als Psychologe einwirken. Und da ist es, wie gesagt, enorm wichtig, positive Dinge hervorzurufen, anstatt sich über schlechte Sachen nochmal aufzuregen und zu ärgern. Oh, leider Ballverlust von Jule Kluth, der hatte richtig Glück. Richtig Glück gehabt, dass die Abwehrspielerin mit dem Fuß im Kreis steht dabei. Sonst wäre das Ding Ecke, Wurfversuch. Aber auch wieder unvorbereitet dieser Wurf. Wenn er durchkommt, macht sie alles richtig. Wow, der war stark. Also das sollte zumindest 9 Meter geben, aber ich glaube nicht, dass wenn die Künstler das Ding 15, 16 Meter über das Tor ballert, ohne eine Berührung von der Gegenspielerin zu haben. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Manja Kelm, aber mit dem 14 zu 22.